Hallo Leute und willkommen zu Let's Play Emergency 4 mit dem ERS Berlin Mod. Also, ich finde den, also falls ihr, also ganz vorneweg, ich bin nicht so der Beste in dem Mod, aber auch nicht wirklich der Schlechteste. Und hier stelle ich erstmal die Dekontaminationseinheiten hin, weil ich sonst bei den Einsätzen hier wirklich richtig heftig verkacke. Und ja, also falls ihr mal Mods habt oder so, die ich spielen soll oder Spiele allgemein, könnt ihr es natürlich gerne in die Kommentare schreiben oder als private Nachricht. Und falls ich mich nicht verabschiede, ist der Mod einfach vorher abgekackt. Das passiert bei Emergency 4 Mods halt öfters mal, also braucht ihr euch nicht zu wundern. Und dann tut es mir natürlich auch leid, aber kann man nichts machen. Und was ich an dem Mod auch cool finde, ist die Detailtreue hier. Brandenburger Tor, der Bundestag mit Polizei vorne dran und was ist jetzt? Person droht zu springen. Von wo denn? Von da, wie bist denn du da hochgekommen? Willst du mir das mal sagen? Okay. Tiergarten. Alarm. Dann vielleicht noch eine Polizei. Und eine RTW. So, ich werde jetzt erstmal, ich denke mal, so 20 Minuten aufnehmen und ich frage mich, warum ich gerade nur 20 FPS habe. Ich hoffe mal, das merkt man im Video nicht allzu sehr. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt langsam auch mal wieder verbessern sollte. Ich meine, bei der ersten Aufnahme hatte ich immerhin 30 FPS. Und ich verstehe nicht, wie die Person da hochgekommen ist, aber das ist hier jetzt nicht von Bedeutung. Wir müssen nur gucken, dass die Person hier wieder lebend runterkommt. Also, bei meinem Glück steht hier gerade die Feuerwehr und dann springt die Person. Das ist bei mir nämlich immer so. Und falls ich mal irgendwie, es kann auch öfters mal vorkommen, dass ich Aufträge vergesse, weil es ja unten links nur relativ klein steht. Aber ich denke mal, das geht nicht anders, sonst hätten sie es wohl anders gemacht. Und joa, sind gerade alle so schön am Ausrücken und ich hoffe mal, das passt mit dem Ingame-Sound so, weil es ist irgendwie öfters mal, dass der Sound irgendwie leise ist und diese Reden so laut, oder ich hoffe mal, dass man den Sound überhaupt hört. Ich habe es eigentlich getestet, aber man weiß ja nie. Falls nicht, entschuldige ich mich dafür und es wird dann in den nächsten Parts natürlich besser werden. Und ich hoffe mal, dass die jetzt langsam ausrücken hier. Wo sind denn die? Wo sind denn die? Oh, ich habe ja wieder richtig falsche Straße. Ah, da sind sie doch. Wehe, du springst. Ich sag's dir. Wehe, du springst. Fahr da hinten an! Hol das Kissen! Nicht springen, Mann. Du hast es nicht verdient. Nein, Mann. Komm. Platziere das Kissen. Du sollst das Kissen platzieren, Mann. Wieso platziert er das Kissen nicht? Gegen den Bug. Ist das ein Bug? War doch jetzt. Spreng! Was machst denn du jetzt? Kollabierte Person. Ja, wo denn? Ach, da. Hoffen wir, dass du jetzt Gas gibst. Ja. Dafür können wir natürlich den RTW hier nehmen. Verfügbar melden und zur Basis schicken. So. Der erste Einsatz ist jetzt eigentlich relativ gut gelaufen, aber es war jetzt natürlich auch kein schwerer. So mit Feuern allgemein habe ich so ein paar Probleme öfters mal, weil die sich einfach öfters mal viel zu schnell ausbreiten, wie wenn jetzt hier der Mülleimer brennt, dann fackelt er hier den ganzen Wald an, zum Beispiel. Also, ja, da kann man sich auf viel Fail freuen. Oder manchmal finde ich auch die Einsätze nicht, also ich bin dann da, aber weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß, hört sich ziemlich komisch an, aber naja, kann man nichts machen. Und ja, also die Wackler in dem Battlefield Let's Play sind jetzt auch behoben. Wollte ich nur mal so am Rande erwähnt haben. Und
Ja, wie immer, konstruktive Kritik ist natürlich erwünscht. Ihr könnt natürlich auch gerne was, also mir Tipps geben, wie ich mich in dem Spiel verbessere oder so. Bin ich natürlich gerne dazu bereit, diese anzunehmen. Und, joa, 5 Minuten sind schon wieder rum, kam mir gar nicht so vor, wenn ich ehrlich bin. Und ja, die Person ist doch schon abtransportbereit. Ich hoffe mal, dass ich jetzt den Auftrag richtig beendet habe, dann mit dem Sprungteil. Vielleicht hätte ich es auch in einem RTW abtransportieren müssen, ich weiß es nicht. Ich hatte den Auftrag noch nie, wenn ich ehrlich bin. Also falls nicht, tut es mir leid. Und ich verstehe nicht, wieso ich so wenig FPS habe. Ich hoffe mal, das merkt man nicht so wirklich. Weil das Spiel scheint ja wirklich, scheint flüssig zu laufen, also. Und ja, ich hoffe mal, dass im Hintergrund jetzt nicht Hintergrundgeräusche sind oder so, also weil ich wohne hier ja natürlich nicht alleine. Oh, jetzt hat es gerade mal geruckelt. Wahrscheinlich hat Fraps gerade wieder eine neue Aufnahme begonnen. Also dafür möchte ich mich auch entschuldigen. Joa. Und ab und zu sind hier natürlich mal so Phasen, wo jetzt nicht so wirklich Aufträge drin sind. Also so von daher. Die Feuerwehr, die verursacht hier beinahe wieder einen Crash, aber es geht natürlich. Ja. Also die Feuerwehr, die hat die krassesten Wendemanöver, Leute. Also wirklich, von denen könnt ihr viel lernen. Von der Feuerwehr in dem Spiel hier, die hat wirklich krasse Wendemanöver. Also ich wünschte, ich könnte auch so wenden. Da ist der RTW, da sind die Leute hier denken sich wohl auch nur, hä, was soll der Scheiß, aber anders habe ich bei den Aufträgen echt keine Chance, also tut mir leid, Leute. Und ja, hier oben die schöne Wache. Und ja, ich finde auch das Umleitungssystem hier cool oder so allgemein detailreich hier. Hier stehen Autos, Lampen, ja. Dann noch hier die Straßenbahn, finde ich auch cool gemacht. Und ja, also die Leute haben sich mit dem Mod wirklich viel Mühe gemacht, also von daher kann ich nur loben. Und ja, gerade ist natürlich nicht sonderlich spannend. Die Leute werden abtransportiert, bla. Und 9 FPS sind natürlich immer gut zum Let's Playen. Vorher hatte ich 30, aber ich frage mich, was jetzt los ist. Aber ich hoffe mal, ihr könnt mir das verzeihen. Und ja, mit so 2 Aufträgen schon bald 8 Minuten. Das wundert mich jetzt irgendwie, habe ich mir nicht so vorgestellt. Aber naja, wir sollten hoffentlich gleich mal wieder einen Auftrag bekommen, dass es für euch auch mal wieder spannender ist. So, ja, gut, kollabierte Person habe ich erfolgreich abgeschlossen. Und die Sprungperson anscheinend nicht. Da habe ich wieder Mist gemacht, anscheinend. Oder? Oder? Ja, habe ich. Tut mir leid, Leute. Also, oder muss ich hier vielleicht noch irgendwas machen? Nee, oder? Nö. Hätte ich wahrscheinlich in dem RTW abtransport. Nee, doch nicht. Haha. Mann, bin ich gut. Okay, das waren jetzt auch wirklich 2 schwere Aufträge, ey. Fast so schwer wie Baum auf der Straße. Ja, aber ich finde es auch cool, dass es hier so Standardeinsätze gibt, sage ich mal. Nicht nur so heftige Feuer und so, sondern auch so, oder Terroristen, sondern auch so halt so einfache Sachen wie Baum auf der Straße oder so, finde ich relativ gut gemacht. Weil ich denke nicht, dass in jedem Feuerwehralltag irgendwie so ein Riesenfeuer ist, alle Gebäude brennen, alle Autos explodieren. Ich glaube nicht, dass das immer so ist. Wäre ja auch schlimm. Finde ich auch cool, vierspurige Kreisel. Ich war selbst in Berlin, aber ich kann mich nicht dran erinnern, aber ich denke mal, dass es realistisch ist. Ich weiß es nicht. Ich war selbst schon mal in Berlin, auch sogar 5 Spuren. Joa. Gerade haben wir natürlich wieder richtig viele Aufträge. Also, Vorführeffekt und sowas macht. Der fährt jetzt, glaube ich, nach Hause, oder? Fährst du nach Hause? Ja, du fährst nach Hause. Ich hoffe mal, du hältst dich an die Verkehrsregeln. Joa, also, wie ihr seht, der Rettungswagen hält sich nicht an die Verkehrsregeln, weil er es nicht muss. Beziehungsweise eigentlich schon, aber er denkt sich halt nur so, ah komm, ich scheiß doch mal kurz drauf. Und hier steht auch schön Polizei am Brandenburger Tor. Und ich hätte jetzt wirklich gerne mal wieder einen Auftrag. Weil das ist natürlich jetzt gerade ziemlich spannend. Ist glaube ich auch wieder hier so schön Vorführeffekt. Mal gucken, was kann ich noch so nebenbei erzählen, bis mir mal wieder ein Auftrag bekommen und ich was da zum eigentlichen Spiel sagen kann. Joa, also wir sind natürlich noch in der Anfangsphase unseres Kanales, aber
Und natürlich haben wir auch öfters mal so technische Probleme, wie so nicht für zwei. Ich glaube auch irgendwie, dass ich an dem Sound hier noch ein bisschen rumspielen muss, werde ich dann natürlich sehen. Aber ich hoffe, das könnt ihr mir dann verzeihen und uns allgemein auch, weil wir sind ja noch neu mit unserem Kanal und ich denke, umso länger man das macht, umso besser wird man, also von daher. Und ja, in Battlefield muss man mal gucken, da haben wir öfters mal so Ausraster, habt ihr bestimmt auch gemerkt, aber das regt einfach manchmal auf, dieses Spiel, aber ja, ich hoffe, das könnt ihr auch so hinnehmen und ihr lacht euch und ihr lacht genauso über unsere Dummheit, wie wir es getan haben. Und ich verstehe auch nicht, wieso ich in so, also in Battlefield und so, wenn, sobald die Aufnahme, oh, wir haben einen Auftrag, sobald die Aufnahme kommt, ja, bin ich wirklich so richtig heftig schlecht. Ey, du. Du kannst den da nehmen. Und du kannst den da nehmen. Ich glaube, mit denen wäre schneller gegangen. Und wie schneller gegangen wäre. Oh, wie ist es auf einmal so laut? Einsatz, tollwütiger Hund. Wo ist die andere Person hin? Joa, wenn ich das jetzt mal wüsste. Okay, Leute, Fail. Und tollwütiger Hund ist natürlich nie gut. Und deswegen tue ich ja gleich auch noch mal schön hier so ein RTW alarmieren. Ich hoffe, dass die Polizei vor dem RTW da ist. Ein Verletzter ist sie aber nicht, oder nö? Komisch. Ich hoffe mal, du fährst zuerst zu dem tollwütigen Hund, oder? Natürlich ist der RTW dann zuerst da. Ist, ach, der war ja noch auf dem Heimweg. Okay. Okay. Na, wenn du da hinläufst, geht es schneller. Lauf, Mann, lauf. Ich schieße natürlich nicht gerne auf Hunde, weil ich habe selbst einen Hund, der ist. Also ich bin wirklich ein Tierfreund eigentlich, aber natürlich, wenn der Hund jetzt hier Tollwut hat und fällt hier so ein Kind oder eine Frau an, ich kann es gerade nicht so wirklich erkennen. Etwas in dieser Art. Tut mir leid, Hundi. Schieß doch. Tut mir leid. Von die weg. Und die ist weg. Tut mir leid. Wieso ist es noch nicht abgeschlossen? Oh, wie es gerade ruckelt, Leute. Es tut mir wirklich leid. Ich verstehe es nicht. Gerade eben lief es auch noch flüssig. Wo ist denn der? Ach, ich tu die einfach mal abtransportieren dann. Hör auf zu ruckeln spielen! Ja, du kannst doch jetzt eigentlich hier so. RTW, du darfst nach Hause. Fahr nicht gegen die Leitplanke, danke.
So. Also das waren jetzt nicht wirklich die spannendsten Aufträge bisher. Und ja, was soll man dazu groß sagen? Wir nehmen schon wieder 15 Minuten hier. Komm, kam mir bisher gar nicht so vor. Also so ungefähr 15 Minuten. Mein Timer ist natürlich auch nicht so, ich habe den erst ein bisschen später gestartet. Also es tut mir leid. Aber wir können ja jetzt auch länger als 15 Minuten hochladen. Händen musste man halt eben nur mit dem Handy bestätigen. Und ja, deswegen kann ich auch so schön mal so einen 20 Minuten Part oder so raushauen. Und also bei Emergency ist es so, ich werde vielleicht schon mal so 40 Minuten am Stück aufnehmen und dann sind zwei Parts teilen, aber jetzt erstmal nur so 20 Minuten. Aber falls wir jetzt natürlich so einen Eintrag wie einen Brand haben, mache ich den noch fertig und dann, also den letzten Eintrag, den wir begonnen haben, mache ich dann noch fertig und dann werde ich mich verabschieden oder der Mod kackt ab, halt eins von beidem. Mit dem Hund muss ich nichts mehr machen, den konnte ich das letzte Mal auch so liegen lassen. Da ist er doch, der arme Hund. Aber komm, wir können doch den Hund da nicht so liegen lassen, oder? Nee, das geht nicht, komm. Ich meine, das ist ja so, nicht, dass die Leute das hier sehen, also. Nee. Geht nicht. Geht gar nicht. So. Du. Fahr. Okay. Was kann ich denn hier eigentlich alles machen? Keine Ahnung. Warnblinker. Licht. Sirene. Nein, hör auf. Okay, danke. Sehr sozialer Polizeiwagen. So. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Irgendwas ist hier. Wo ist der andere Typ denn hin, der hier festgenommen wurde? Wieso bist du im Boden? Back. Okay. Ich habe den anderen Typ von der Schlägerei gefunden, Leute. Er war in der Treppe. Habt ihr ja sicherlich gerade gesehen. Man sieht, selbst auch so ein ausgereifter Mod hat noch Bugs. Aber, naja. Ist ja nicht so schlimm. Transportieren wir den halt auch noch ab. Aber ich frage mich, wieso er in der Treppe war. Na gut. Kann halt durch Wände laufen, also Leute. Falls ihr mal wirklich lernen wollt, durch Wände zu laufen, ihr könnt es bei diesem Typ hier tun. Ihr findet ihn im Gefängnis. Bald. Also, beziehungsweise, ich denke mal nicht, weil es war nur eine Schlägerei, aber bei dem Typ könnt ihr lernen, durch Wände zu laufen. Also, falls ihr es wirklich mal lernen wolltet. Ist es jetzt eure Chance dazu? Ihr müsst halt, ich weiß halt nur nicht, ob euch helfen wird. Das wage ich eher zu bezweifeln. Hier kommt übrigens das Kleff, das Kleineinsatzfahrzeug oder so ähnlich. Dann kann ich auch, by the way, mal gucken, ob das ein Feuerlöscher dabei hat. Das wäre nämlich manchmal ziemlich hilfreich zu wissen. Und yo! Warum kommt dann der Poli... Ach so, ja. Gut, die Polizei, die soll ja die nicht mitnehmen. Da bräuchte so eigentlich keine Sirene dafür, aber die geht halt schneller. Ich frage mich, ob wir Aufträge überhaupt fehlschlagen können, weil irgendwie ist hier bei mir hier noch keiner fehlgeschlagen. Es ist nur mal passiert, dass man eine halbe Stadt gebrannt hat und war kontaminiert, aber joa. Wo ist denn der Hund? Ist denn Feuerlöscher? Ihr habt einen Feuerlöscher. Oh, seid ihr genial, okay. Oh, ich kann mit dem Hund gar nichts machen, oh. Okay. Wo ist denn der Baum auf der Straße? Hier war doch gerade Einsatz Baum auf der Straße, oder? Oh, da liegt jemand drunter. Ich denke, dass wir da ein NEF brauchen werden. Ein Notarzt-Einsatzfahrzeug. Ich hoffe mal, dass das... Das müsste eine Kettensäge dabei haben. Ich hoffe es einfach mal. Also Leute, falls es keine Kettensäge dabei hat, dann tut's mir leid. Und du da, du kannst auch noch mal schön in den Knast gehen hier. Kannst du eigentlich einsteigen? Nein, kannst du nicht. Da ist nur Platz für zwei Leute. Okay. Lass du mal wieder zu deinen Kollegen hier gehen. Du kannst nach Hause.
Oh mein Gott, ein Baum, ein Baum. Oh, ich bräuchte immer Polizei. Normal tue ich ja immer eine Umleitung machen. Also so von daher. Komm du mal hierher. Bitte. So, und ich denke, nach dem Einsatz mit dem Baum hier ist dann auch mal Schluss für heute. Also leider keine so wirklich spannenden Einsätze dabei, aber ich hoffe mal, es hat euch trotzdem gefallen. Und ich hoffe mal, dass ihr eine Kettensäge dabei habt. Ja, habt ihr, seid gut, danke. Ich denke, es war jetzt aber nicht so schlau, wenn der Typ da drunter liegt, aber was will man denn groß? Du musst den Baum sägen. Hoffentlich ist die Polizei früher da, weil ich will hier noch Platz für den Notarzt lassen, also für den Rettungswagen. Der könnte natürlich auf dem Gehweg parken, aber fände ich jetzt nicht so dolle. Jetzt schön Verkehr umleiten. Nach hier, nach hier, nach hier, nach hier und nach hier. Na, ich frage mich, was du jetzt machst, aber naja. Du musst nicht rückwärts fahren, ja? Also ohne Witz, du musst nicht rückwärts fahren. Du musst das wirklich nicht tun, gell? Ich weiß, das ist ein bisschen unrealistisch, weil normal stelle ich hier noch so Hütchen hin. Also diese Verkehrshütchen. Dass es noch realistischer aussieht, aber. Na gut, da habe ich hier jetzt kein Polizeiauto, also kann die sich, glaube ich, nicht mit Verkehrshütchen ausrüsten. Und ja. Und ich denke, sobald der hier im RTW ist, ist auch mal Schluss für heute. Also. Jo, aber erstmal hier. Notarzt, du kannst da schön so, genau. Du kannst schon mal wieder hier einsteigen. Ich weiß, dass es ja eigentlich mit der Umleitung jetzt unnötig ist, aber ich finde es halt so einfach besser hier. Weil er war ja auch noch der Baum, da die Umleitung jetzt eh schon steht. Normal stellt hier auch noch so Hütchen, dass sie wissen, wie sie fahren, aber joa, ist eigentlich nur so Verschönerung, dass es realistischer aussieht. Und joa, du kannst jetzt mal wieder zum Brandenburger Tor gehen. Du stellst dich mal hier hin. Weil ich brauche die Ich wollte sagen, ich brauche die Umleitung doch nicht, aber wenn der RTW sich mitten auf der Straße stellt. Du brauchst dir gar keinen Koffer holen, du kannst mir Krankentrage holen, du kannst einsteigen. Brauchen wir für. Ich denke mal nicht, dass wir einen Notarzt brauchen, der begleitet. Und ja, ich frage mich, wieso der Hund auf der Straße Einsatz nicht abgeschlossen wird. Ich glaube, ich hätte sie doch ins Krankenhaus bringen sollen. Aber kann man natürlich nichts. Kann man nicht so ahnen. Der Part wird doch ein bisschen länger, also fast 30 Minuten, denke ich mal. Also ich hoffe, es hat euch Spaß. Also so, der Auftrag ist jetzt für mich abgeschlossen, weil der muss ja nur noch da hin. Und ja, also danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch. Was machst du, RTW? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Leider keine spannenden Aufträge dabei, aber beim nächsten paar Mal gibt es bestimmt auch ein paar Brände oder so. Also dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.